Remigration, der Remigrationsbegriff eine Rolle. Und da knüpfe ich jetzt gerne an, das musste ich vorausschicken. Also Remigration ist vom Wortstamm her, sage ich mal, kann man vermuten, das Gegenteil von Immigration. Wir verstehen darunter ein Puzzleteil in der Bekämpfung der illegalen Ausländer, der illegal Zugewanderten in Deutschland. Auf der einen Seite ist für uns extrem wichtig, die Einwanderung von illegal in Deutschland zu verhindern. Das ist der erste Punkt. Und dann der zweite Punkt ist eben dafür zu sorgen, dass diejenigen, die hier nichts verloren haben, wieder in ihr Heimatland zurückkehren. Und das sind zuvörderst die ungefähr 300.000, die durch deutsche Gerichte, durch deutsche Behörden festgestellt, vollziehbar ausreisepflichtig sind. Die müssen zurück dahin, wo sie herkommen. Nicht, weil die AfD das sagt, sondern weil das deutsche Gerichte, deutsche Behörden so entschieden haben.